Hallöchen, Entschuldigung. Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, hat sich groß was verändert? Ja, eigentlich für, ja, talentmäßig hat sich was verändert, ganz groß. Ich spiele wieder mit Letzten Urteil, aka Final Verdict. Ja, es ist dann doch irgendwie so, der Cleave Damage vor allem, die doch etwas höheren Zahlen dann irgendwo. Empowered Seal ist vom Spielen her eigentlich geil, weil es bringt halt mehr Tiefe rein, aber mir persönlich macht dann doch das Letzte Urteil einfach irgendwie persönlich mehr Spaß. Ansonsten hat sich hier so nichts geändert. Ich habe mal wieder ein neues Mock, wenn ich mich richtig entsinne. T17 normal. Und noch eine andere Waffenverzauberung, das ist Machtstrom. Power Torrent im Englischen. Sowas die Items betrifft, hat sich jetzt, ja doch, das eine oder andere auch geändert. Ich habe hier wieder die das On-Use-Trinket drin, wegen Damage, weil es ist dann doch irgendwie mehr Schaden, der da rumkommt und ja. Und mein Hexer? Nö, natürlich nicht. Ja gut, einen Teil habe ich jetzt schon, ich komme irgendwie gar nicht so ganz mit, ich habe kein Rating dafür. Ich habe mir auch noch kein Item gekauft, kein Erwäge gemacht, im Moment läuft es irgendwie nicht so ganz. Keine Ahnung, die Leute fangen wieder mit ihren hirnrissigen Anforderungen an. Für Cap, ne, muss man sich, naja gut, aber solange es Leute gibt, die halt da mitmachen, das kann man ausblenden, traumalisch. Solange es halt Leute gibt, die immer auf diese Anforderungen anspielen, wird es auch weiterhin so Leute geben, die diese Anforderungen stellen. Na, ich sag nur 2k plus XP oder 2,4k XP für eine Cap-Gruppe, also ja, NC dazu. Haben die Talente überhaupt hier soweit richtig? Genau, hat sich nichts geändert. Gut. Da hat sich nichts hier geändert. So, oder schauen wir doch mal, was das jetzt hier da. Nein, das habe ich vergessen. Drei Krieger. Ja, Melee Train ist real. Vor allem Krieger. Das ist echt nicht mehr normal. Aber naja, gut, so ist es halt. Stealth, wo sind die Gegner? Die kommen auch nicht rüber. Was sind das eigentlich für welche? Okay, von englischen Servern. Das sind zu dritt, viert, fünf, na endlich. Dem können wir gleich mal helfen. Der kriegt einen Stun. Den müssen wir gleich umhauen. Ja, komm. Lass mal doch die Ruhe. Wall angeschmissen. Alter Schwede. Zimmer die hier. Ich krieg nichts. Was war denn das jetzt? Jetzt läuft gerade überhaupt nichts. Das ist wieder ein Spiel, wo nicht gefällt. Ja, 158k ist natürlich ganz klar. Ich verstehe diese Sache nicht. Aber Warriors sollen Kings of Executes bleiben oder sein, wie sie das da auf Twitter genannt haben. Kann ich nicht so ganz verstehen, was der Quatsch generell soll, aber gut, ist halt Blizzard. Gut, da brauche ich gar nicht hingehen. Das ist der FC. Du kriegst erstmal Stun, mein Freund. Du wirst geslowt. Ach, super. Ey, alter Schwede. Was ein Melee Train. Was ein Melee Train. Das ist echt nicht mehr normal. Wer war mich da halt? Danke. Kriege erstmal Stun. Ich kann mir den System umhauen. Das ist echt nicht mehr normal. Jetzt stirbt er nicht. Jetzt stirbt er doch. Ha! Ich bin trotzdem 1-0 egal. Das ist mal hier. Bam! Crit und alles. Ah, Multistrike habe ich ja, glaube ich, durch einen Austausch. Ja, 16,65 habe ich solo. Das ist eigentlich auch ein schöner Stat. Ja, ich müsste mal wieder meine Excel-Tabelle erweitern. Um Item Level 740 dann. Ja. Kein Slow. Sehr clever als Krieger. Dann laufe ich halt weg. Scheiße, was ein Trott. Das Lustige ist, die Leute chargen dich im Zerg an mit allen anderen, poppen ihre CDs und zerpflücken dich dann. Obwohl sie nichts können. Na, ich habe eigentlich das Tod immer angegriffen, aber es macht nichts. Stun CDs an. Lipop. Haben wir einen Stun.
Kann man dich umhauen? Theoretisch ja. Praktisch auch gut. Hier da auch noch. Brauchst gar nicht Blade Storm. Rovelcopter anschmeißen, du stirbst. Nicht durch meine Hand, aber du stirbst. Komm, jetzt dann Mama. Töten wir ihn auch, ne? Komm, die Käme macht dich nützlich. Heilen wir den mal hoch. Was war denn das? Angegriffen, du kleiner. Ey. Vielleicht mal Inline-Richtspruch drauf. First Blood. Komm, hau mal dich weg. Ey, merkt aber schon, also. Final Verdict ist einfach stärker in der Hinsicht. Natürlich falle ich drauf rein. Nein, da falle ich nicht drauf rein. Das wird ein lustiger Kampf. Ja, fick dich! Das sind sie alle! Ja, okay, das werde ich nicht lang machen. Ja, das wird mit die Gay kommt sowieso nicht. Es ist dieser Scheiß. Naja, gut. Das wäre eh zu viel. Ich hätte wahrscheinlich nicht länger gemacht. Aber schon, das war wieder oben. Das ist der Schem ja gerade geheilt. War das der da? Das ist was geheilt, ne? Was? Die K mit 1,1 KI. Na gut, mit Todes so geht das ja. Na komm schon. Hopp. Ja, mal nachgucken. Sehr wichtig für 2-0. Cool. Das PG läuft für meinen Geschmack jetzt nicht so doll, aber es scheint zu reichen. Stun, Dispel, noch Stun. Ach, ich hab noch nicht gestunt. Freedom. Freedom! First Blood! Und Wings an. Ja, grippen wir doch weg. Hornochse. Können wir ihn töten? Nö, so nicht. Ah, oh, der ist der Spasti wieder. Komm ich nicht hin, kann ich vergessen. Mach ich gar nicht hingehen. Ich hab mich schon gefressen. Machen wir erstmal den Ferrous Arch. Der kriegt einen Stun, der Heiler. Ja, Ferrous gar nicht so rumzuspinnen. Komm, kriegst einen Slow. Boah, natürlich ist Stun nicht. Jetzt kommt der Wirbel hinten dran. Ich will eigentlich nur durch zum Krieger. Freedom. Töten wir die Schild. Genau. Kriegst einen Stun. Du hast den Richtspruch drauf. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Boah, natürlich, ey. Drops der erstmal. Mal Stun. First Blood. War das mein erster Kill? Nein. Achso, ich habe in eine Serie gestartet. Wollte schon sagen, die Fleck nämlich nicht. Frage ich gleich. Ach ja, ich hätte ja gerne das T17 mythisch. Und dazu. Katalamius Edge. Unheilsklinge auf. Was? Mythisch? Ne, Hero. Heroisch. Dieses. Gläuliche da, Türkis oder wie auch immer man das da nennt. Oh, natürlich der Wirbel. Schön. Schön gemacht. Schön, so gefällt mir das. Da ist ein Richtspruch noch drauf. Oh, schade, ich hab mich gekriegt.
Gegen Warrior, gegen Arms Warrior abzustauben, sehe ich schwer ohne Ende. Fäkaldruide, können wir ihn töten? Können wir ihn töten? Schaffen sie es vor dem Shadow? First yes. Blood. Mini Heal und Bam. So, da ist ein Hexer. Vielmehr ist das verfickte Pet. So, Mülltonne. Captain Blaue Wolke. Hallo Balo. Hat die Tage mal die ganzen alten Sachen von Balo angeguckt. Yeah, Panzerstandlock. Es war so schön. Es war so schön. Komm mal her. Oh Freund, du hast jetzt ein Problem. Erstmal Stun. CDs ab. Du läufst nicht schneller als Jana. Rampage. Jetzt kriegt ihr wahrscheinlich wieder Heat Zone Ende, ja. Muss mir gar nicht hinterherlaufen. Oh, jetzt haben sie den auseinandergenommen. Okay, jetzt steht es gleich 2-1. Sollen wir irgendwas erhofft haben? Ja. 10 Stacks! Meine Fresse. Ach, komm her. Bang. Ach, scheiße, die kriegen ja 90% weniger AE Schaden. Schade. Das sieht cool aus. Was ist denn das alles? Fäkaldruide? Ist ein Heiler? Was dann? Töten wir den noch, ne? Gucken, wie lange du das mitmachst. Das wusste ich. 90k, du klaust hier nicht Freedom oder sowas. Ja, ja. Oh, schon wieder der Melee Shammy. Ist ja nicht so, dass er schlecht spielt, aber. Halt. Was soll man dazu sagen? Ja, jetzt werde ich gleich schrecken. Was passiert? Ja. Na, gibt's noch was? Ein paar Tausender, finde ich geil. Das ist echt, der stoppt ja ohne Ende. Und der heilt auch gar nicht mal so richtig. Ja. Tja, aber der Shammy zieht auch ordentlich. War ja eigentlich gar nicht, der macht kaum Schaden. Der kommt kaum zum Schaden machen, aber er kann dann irgendwie Kills abstauben. Das hab ich das mit die Shammy auch noch nicht gesehen. Das ist also. Können wir ja mit den Arsch retten? Können die Krieger was dann? Kannst du mal laufen. Hier können wir noch was dann. Wir können den mal verlangsamen. Dann können wir. Scheiß Pet vieren. Dann können wir es mit Krieger mal machen. Brauchst mir gar nicht so anfangen. Geh schon dann in die K. Ist mir auch recht. Krieger am Stand. Na doch, nicht im Stun. Die K nervt nicht. Warum läuft der eigentlich so schnell? Achso, der hat wahrscheinlich dieses Talent. Blood. Feral Stun. Nein, Krieger, du bleibst hier. Rallying Cry on? Nee. Nein! Kann wahrscheinlich gleich wieder jumpen? Nein, kann er nicht. Dann stirbt er jetzt. Killing Spree. Gebt das, was er verdient.
lang. Ah, der Schirmi. Ist das der? Rasmus, ja. Der ist nicht schlecht ohne Ende. Wo ist denn der? Der ist hier hinten. Ja, ohne CDs krieg ich ihn wahrscheinlich nicht down. Ey Leute, wir müssen entweder eineinhalb Minuten durchhalten. Oder aber wir geben die Flagge ab und die nicht. Hat der jetzt einen Heiler bei sich? Wo ist denn der? Das ist der Decay. Wildpilz, das heißt Druide bei ihm. Vielleicht können wir irgendwas anrichten. Wenn wir nur C10. Das ist unsere Flagge, der geht's noch gut. Wie vermutet. Mein lieber Jolly. Da haben wir es trotzdem geschafft. Schön, schön, schön. Hätten wir fast noch erwischt. Ja, doch ein sehr rassiges Spielchen hier. Aber mit dem Krieger Parry gehalten. Aber der hat auch nicht gerade wenig geheilt. Das muss man fairerweise sagen. Oh, Ali-Eck. Ein Horde-Eck wird auch selten. Ja? Ja, ich weiß nicht, irgendwann bin ich so ganz gefallen. Ach, keine Ahnung. Vielleicht bin ich verwöhnt von den letzten Tagen, Abend. So 3-4 Spielchen gemacht. Da lief es richtig gut. Ja, gut. Was ist? Ja, das war's dann. Dann sage ich mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn was sein soll, ab damit auf Twitter oder abonniert in die Kommentare oder auf Twitter. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!